Ach ja, der hat echt Sprüche drauf, der Kerl. So, und es wird geflogen. Okay, ich wollte da eigentlich nicht hinspringen. Ich wollte eigentlich wieder in die Platte springen. Er fragt mich nicht, warum der nur so kurz fliegt. Aber die Flugfunktion ist echt geil. Och Mann. Jetzt scheitert es daran, dass ich hier zu weit springe, oder was? Mann. So, jetzt aber. Baby, du siehst gut aus. Nein, was mache ich? Ich hätte gar nicht mehr springen müssen. Ich hätte einfach nur laufen müssen und mich an dem gelben Ding festhalten müssen. So, alle guten Dinge sind 3. Bin ich jetzt beim dritten oder bin ich schon beim vierten Versuch? Ja, dann sind es halt 4. Perfekto. Und nochmal das Ganze. Ui. Und nicht nochmal, bitte. Yes, geschafft. Wenn das Gärten waren, wo sind die Pflanzen? Das Dunkel hat die wenigen verschlungen, die übrig waren. Der Rest? Seit meine Mutter tot ist, hat sich niemand darum gekümmert. Oh mein Gott. Dort drüben an der Säule ist eine Platte. Wir können sie anheben, wenn wir den Teich füllen. Wie ein Gegengewicht. Die Winden kontrollieren Schleusentore, die das Wasser in die Staubecken leiten. Eine Idee, welche wir zuerst probieren? Beginnen wir doch dort drüben. Aber wie wir die Schleusentore öffnen sollen? Ich habe nur als Kind einmal gesehen, wie die Platte gehoben wurde. Und da war sie nicht aktiv. Ja. Jo. Alles klar. Das sind also Stauseen. Und das ist Dreckswasser. Da gehe ich mal lieber nicht. Und da ist noch mehr Dreckswasser. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich habe zwar zugehört, aber dieses Zeigen und so, damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber ich würde einfach mal sagen, dass wir hier... Upsala. Lol. Das verstehe ich jetzt nicht, was wir hier machen sollen. Entweder bin ich zu blöd oder... Wenn diese Kräfte die fruchtbaren Gebiete schützen sollten, warum treffen wir denn dort auf Arimans Freunde? Das Land ist verflucht. Doch Arimans Lakaien können die Platten nicht benutzen. Diese Kräfte kommen von Ormast, dem Gott des Lichts. Die Frau ist echt allwissend. Kann dieser Ormast Ariman aufhalten? Niemand weiß, wo er ist. Toller Gott des Lichts lässt uns hier seine Probleme lösen. Vor 1000 Jahren, nach dem Krieg, sperrte Ormast Ariman ein und ließ ihn von den Ahura bewachen. Und? Dann verschwand er. Niemand weiß wohin. Seitdem haben die Ahura die Kräfte verloren, die er ihnen gab. Und das Gefängnis wurde schwächer. Könnt ihr nicht ein bisschen beten und ihn zurückholen? Wäre Ormast hier, er würde Ariman stoppen. Ist er aber nicht. Also müssen wir es tun. Ihr habt doch Kräfte. Heißt das, dass Ormast zurückkommt? Nicht Ormast gab mir die Kräfte, sondern der Tempel. Ich verstehe schon, warum Ariman sauer ist. 1000 Jahre Gefangenschaft. Er ist selbst schuld. Ormast und Ariman sind Brüder. Sie stellten das Gleichgewicht des Universums her, bis Ariman mehr wollte. Der Preis war hoch, aber schließlich konnten Ormast und die Ahura ihn hier in dem Baum fangen und die Welt von ihm befreien. Sie sollte für immer frei sein. So, okay, das sind Brüder, der Ormast und der Amiran. Was war das? Was war das? War das ein fetter Bug oder? Was war das? Habt ihr das gesehen? Ach so, hier sind Kurbeln. Ach so. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt unendlich lange drehen. Das
Das wird so ein richtig Rätsel mit dem Wasser. Warte mal. Kein blassen Schimmer, was ich mache. Ach so. Cool. Hier ist jetzt Wasser drin. So. Dann drehe ich mal an dieser Kurbel hier. So. Muss hier auch Wasser reinkommen. So. Perfekt. Jetzt hier finden mal. So. Das ist ja Kinderrätsel fast. Halt immer so, dass diese... So, zack. Fuck. Direkt reingelaufen hier, Weltklasse. Und noch aus dem Sumpf gerettet. Unglaublich. Das beruhigt mich. So, warum läuft jetzt hier nicht von da... Achso. Weil hier ein Stopp ist. Ja, das macht ja auch nichts, ne? Die beiden müssen ja auch nicht, genau. So. Dann würden wir mal hier weitermachen. Das ist ja ein geiles Rätsel. Oh, jetzt wird knifflig. Also doch gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja, so würde ich sagen, ne? Machen wir es einfach mal überall erstmal so. Und dann gucken wir mal, wo wir noch was ändern müssen. Ich habe nämlich noch keinen blassen Schimmer, wie das Rätsel so abläuft. Das muss ja dahin, ne? Sieht doch schon mal richtig gut so aus. Ach du heiliger Strohsack. Achso, jetzt muss ich das da aktivieren. Das sieht da schon mal gut aus. Jetzt muss ich hier nochmal dran drehen. Ne, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Nee. Das ist verdammt schwer, kann ich euch sagen. Aber ich glaube, ihr habt das Spielprinzip verstanden, ne? Dass ihr halt immer durch diese Kerben da, die man sehr gut sehen kann, dieses weiße Stück, da kann immer Wasser durchfließen. Ja. Ihr seht ja schon mal, dass wir hier nichts machen können. Genau, der hat nur zwei Dinger und der müsste ja über Eck gehen. Das würde überhaupt nichts bringen. Geht nicht. Nothing. So. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier schon mal... Okay, ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu doof dafür. Ja, bin ich. Mann, das ist zu schwer. Also der hat ja da hinten eine Eckverbindung, also muss der ja schon mal in jedem Fall so sein. So sieht's aus am Ende, genau so. Jetzt muss ich irgendwie das Wasser hinkriegen. Darum kann ich nicht. Ich könnte gucken, ob ich hier rum kann. So. Ja. Ich glaube, so sieht das sehr gut aus. Jetzt muss ich ja noch hier im Grunde was machen, oder? Ja, ich hab's geschafft. Uhu. Sehr geil. Das war's. Wieso seid ihr denn so überrascht? Sobald wir das andere Staubecken gefüllt haben, sollte sich die Platte nach oben bewegen. Dann gehen wir dorthin. So. Mein Freudeschrei war schon relativ früh, da ich das Spielprinzip jetzt auch echt verstanden habe. Und jetzt das Rätsel nochmal. So. So, Orientierung. So, da. Da ist das Becken. Hey, ist ja schön, dass du balancieren willst, aber... Also richten wir das hier erstmal, das letzte. Das muss ja in jedem Fall... Hat hier in jedem Fall nur eine Stellung. Nur eine Stellung. Nein, okay. So, das ist schon mal in jedem Fall richtig.
Und an diesem Rad kann ich auch nichts ändern. Also geht's hier lang über diese Platte, die jetzt direkt in der Mitte. Ups, da muss es längs gehen. Die kann auch nur gerade gehen. Guck, man muss einfach von hinten logisch erschließen. Weil da, jetzt habe ich es echt drauf. So. Jo. Aber man könnte die ja nochmal doppelt drehen. Fällt mir gerade ein. So, perfekt. Und jetzt muss an dem hier noch was verändert werden. An dem hier. So. Oh mein Gott. Ich hab mir leichter vorgestellt, als es ist. Yay. So, aber das Ding ist, guck mal, ich kann ja hier hinten, ist der gerade, upsala, nein, nicht daran schieben, so, ist der ist gerade, der kann nur so sein, so, oder halt, naja, der muss ja so laufen, anders kommt da ja sonst kein Wasser hin, der muss ja auch so sein, oder nochmal halt doppelt drehen, aber sonst würde ja das hier mit dem nicht mehr passen. Hm. Bla bla bla, das ist schwer. Also, diese vier sind ja überhaupt gar nicht relevant. Ich will ja hier aus dem Becken da rein. Oh, ist das schwer. Schade, ich habe gedacht, dass ich das jetzt schon gelöst habe. Aber denkste. Hä? Das kann nur hier unten so gerade runterlaufen. Das muss, weil das ja nur so doppelschienige sind. Eine Kurve kann da ja nicht eingebaut werden. Das ist ja unmöglich. Ihr wisst ja, was ich meine. Und unten mit dieser Kurve muss das auch exakt so sein. Komisch. Ah, ich habe eine Idee. Ich muss von hinten. Also ich versuche erstmal das hier so weit wie möglich richtig zu haben. Das muss ja nicht so, ne? Würde ich sagen. So. Muss ich hier irgendwie den hier gerade kriegen? So. Ja, ist doch ein bisschen kniffliger, als man denkt, ne? So, machen wir einfach mal. Nein. Den hier unten in der Ecke kann ich ja überhaupt nicht mehr verschieben. Hä? Also, den kann ich... Ich muss ja gucken. Der ist ja unverschiebbar, das muss ja so sein. Ja. Das ist ein bisschen schwieriger, das Rätsel, finde ich. Jetzt ist der erste wieder. Scheiße, Mann. Ich kann ja hier versuchen, wie viel ich will hier. Vor allem an dem hier. Da passiert ja nichts, weil hier habe ich ja nur zwei. So. Hier drehe ich mal zweimal. So. Mal eins. Mal zwei. Geht nicht. Geht ja auch nicht. Difficult, würde ich mal sagen. Sehr, sehr difficult. Hä, aber ich verstehe das nicht genau. Hier fließt das hier rein. Das muss hier ja denn. Wenn das hier so reinfließt, muss. Das Ding so fließen. Klar.
Wenn da so ein Ding ist, dann kommt das da nicht rein. Ist logisch. Hier kann es nur gerade gegenüber sein. So. Muss hier auch nur gerade gegenüber. Sonst würde das ja... Also hier ist ja auch... Nee, gut. Sonst würde das ja hier einfach ins Leere fließen, ne? Wie man sieht. Genau. So. Also muss er diesen Weg gehen. So. Nee. Nein, muss er ja gar nicht. Ha. Ach, gut, ich hab's Rätsel. Ich hoffe, ich hab's. Er kann ja auch hier außen rum gehen. Augenblick. Augenblick, Augenblick. So. Genau. Nee, Schwachsinn. Der muss ja auf jeden Fall denn so gehen. So müsste der ja sein, ne? Oh, ist so schwer, Alter. Ja. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur blöd an. Ah, super. Geht doch. Ich habe nie behauptet, ihr wäret dumm. Die Kraftplatte ist frei. Wir können das Gebiet erreichen. Da wäre ich auch allein drauf gekommen. Geschafft. Endlich geschafft, würde ich dazu mal sagen. Hä? Und jetzt darf ich hier nicht irgendwo reinfallen. Weil wir wissen, was dann passiert. Dann sind wir nämlich tot. So. Und ab geht's. Wieder zurück, wohin auch immer. Oder nicht zurück, sondern weiter eher. Wo geht's jetzt hin? Das ist eine gute Frage, ne? Nein! Hä? Überlass mir das, Elika! Ach, die kennen wir doch schon. Alleine? Gut, das wird sehr schwer. Der Vater hat seinen Zustand geändert und nun helfen nur Maus zurück R-Angriffe, um den Zustand zu beenden. Halte. So. Mann, ich darf hier nicht in dieses Schwarze, glaube ich, locken, oder? Hat das damit irgendwas zu tun? Nee. Also, zack. Schön gewehrt. Oh, fuck. Jetzt hat sie wieder ihren Scheißzustand. Fuck. Ja, ich habe verkackt. Ich weiß immer nicht, was ich da machen soll. Oh Mann, die ist gut, ey. Die ist zu gut. Achso, ich spiele schon. Das war so eine komische Sicht irgendwie. Ihr müsst abwehren. Ja, ist ja gut. Ich wollte sie aber auch mal gerne angreifen. Geht doch. So, und zack. Jetzt bist du tot. Stirb, du Schlampe. Jetzt habe ich sie erstmal. Nee, doch nicht. Geht doch, so und zack. Oh mein, ey. Ich freue mich, wenn ich diese alte Tunte besiegt habe. Echt, ohne Scheiß. Und ja, dagegen halfen halt nur R-Angriffe und... Nein, Baby. Elika ist verletzt. Entweder geht ihr
geht ihr helfen oder sie wird sich mit der Zeit halt die Maus rechts gedrückt und zu kommen. Ja, ich muss die jetzt erstmal besiegen. Wer ist damit? Mann! Jetzt du Scheißschlampe, jetzt nimm endlich mal mein. Elika, aufstehen! Geht doch, ey. So, Hälfte des Lebens ist ungefähr weg. Nein, ey. Geht doch. Und zack. Oh, scheiße. Wo ist denn Elika? Elika, wo bist du? Scheiße. Nein, nein. Sie hat wieder Leben dazu bekommen. Oh Mann, irgendwie weiß ich denn nicht, was ich machen soll. Ah gut. So, jetzt komm. Zu zweit jetzt. Mann, hey. Hinter dem Pfeiler kann ich auch nichts sehen. Das ist auch mit, ja, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie zack, ja. Mann! Jetzt mach doch diesen scheiß Angriff mal! Geht doch! Und fetz, ey! Oh, das wird ein ewiger Kampf! Pam! Voll durch den Pfeiler durch, ey! Oh, jetzt geht gerade richtig ab! Zack! Oh, Weltklasse! Zack, Junge! Keine Chance, Alter! Und, ja, ich hab sie endlich. Uhu. Wo ist die hin? Mir geht's gut, danke. Sicher, dass ihr Verschwinden nicht auch nur eine Illusion ist? Ich kann mich bewegen, sie muss weg sein. Gut, heilen wir das Gebiet und dann nichts wie weg. Und schnell heilen. Uhu. Und es wird fruchtbar, das Gebiet. Es wird wieder grün und schön. Frag ihr doch, wie es ihr geht. Oder ob alles gut bei ihr ist. Wart ihr früher oft hier? Ich kam immer mit meiner Mutter her. Oh ja? Ich glaube kaum, dass sie der jetzige Zustand erfreuen würde. Hier waren überall Quellen zur Bewässerung der Pflanzen. Bäume, Blumen, Kräuter, Gewürze. Dinge, die es sonst nirgends gab. Sie waren aus einer vergangenen Zeit oder einem anderen Ort. Hier passte sie auf die Kinder auf. Ja, mich nie wirklich fürs Garten interessiert, hä? Hey, es sind nur Pflanzen. Wir besorgen euch neue. Wenn ich Farah finde, bringen wir sie euch von überall her. Blumen, Bäume. Ihr seid eine Prinzessin. Ihr verdient es. Ja. Ihr könnt diese Garten wieder wachsen lassen. Ja. So, an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, Schluss aus Ende. Nein, Part ist zu Ende. Bis dann.